So Leute, wir machen mal ein Party. Wir fangen mal an mit Golden Glory. Gucken wir mal, ob hier irgendwas passiert. Ich habe jetzt auch ein bisschen länger nicht gespielt. Aber auch aus dem Grunde, weil die Spiele ja auch halt nicht mehr so toll sind, wie sie mal waren. So Leute, hier ist wieder euer Abi, live eure Spielung. Gucken Mit wir einem mal. prominenten Gast in Teil 2. Was sagst du denn dazu? Ich sagte eigentlich gerade gar nicht viel zu. Ich musste nicht gucken. Muss anschaffen, weißt du? Ja, Ich bin ich gerade. weiß, ich konzentrieren und so. Nee, konzentrieren, nie, interessiert mich gar nicht. Wenn kommt, kommt, aber weiß er, manchmal ist der Brandbeschleuniger da, weißt du? Komm jetzt. Meine Fresse, ja. Ist ja schon weg. Wollen wir kommen? Aber sowas musst du immer den Lauerpeter machen. Wegen den hier, weißt Genau, den Paparazzi. du? Da musst du nämlich den Knipsapparat mal. Den ich immer alles wissen wollte. Ja. News aus erster Quelle gibt es nur beim Abi, das wisst ihr doch. Ja, wenn einer das meiste über mich weiß, dann sowieso du. Aber keine Ahnung, gibt nichts zu erzählen, was ich nicht selber schon erzählt habe Im Endeffekt oder. habt ihr schon ein dickes Interview bekommen, da hattet ihr ja die Gelegenheit, Fragen zu stellen, noch und nöcher, bis Ja. der Arzt kommt. Am Sonntag könnt ihr den Abi mal löchern, falls ihr Genau. alles wissen wollt. Da Habt gibt ihr es die eure Fragen noch Möglichkeit. kommentare, Leute? Da knallt am Sonntag. Bin ich ja mal gespannt, ich höre mir das mal an. Ja, nicht schlecht. Ja, die verseuchten Kisten. Auch verlorene Seele genannt. Oder tote Seele, kann man ja auch sagen. Das hier ist eine unstabile Lage, siehst du. Ja, Stabile das Lage ist. wäre, wenn er jetzt schon Freispiel Ich kann gegeben erste hätte. Hilfe machen. Ja, hol mal einen Stromschocker, halt den mal vorne drauf hier. Eine stabile Lage. Eine Nee, Wunderlampe. Lage habe ich Die selber. versagt ja auch jeden Wunsch gerade. Das ist wohl wahr. Mein Gott, was ist das für eine Wunderlampe hier in dem Spiel? Ja. Wie Guck siehst mal, du eben noch denn? 17 Mal angezeigt vorne dieses Gold. Du musst ja vorne Gold haben, hinten das rote Glory da oben. Steht ja da. So, und dem Seht ihr zeigt mal, man sich Leute, mal an. ich habe schon ja keine Ahnung mehr. Das ist auch besser Ich so. bin schon raus aus der Seuche, aus dem Schmutz, Bleib aus einfach den neben mir. Teufelskisten. Oder auch, wie ich früher gesagt habe, elektrischer Stuhl. Popcorn hat Freispiele, die Sau. Der ist auch schon am Filmen da drüben, ne? Ja, mit Der Sicherheit. alte Schmutzpriester. Ich gehe mal ein bisschen rüber. Guck mal, da machen wir mal ein Schmutzrad. Da wollte ich nur hin, so ein bisschen mal zum Teilen, damit wir vielleicht noch ein bisschen weiter zocken können. Weil war ja eh auf Notstand hier gerade. Spiele? Ah, schade, Mann. Ja, du kannst ruhig mit deinem Gesicht hier bei mir auf dem Video drauf, das ist ja egal. Du zeigst ja sowieso deinen. Meine Hackfresse sieht sowieso jeder. Ich habe nichts zu verstehen. Abgesehen davon, ob die Hackfresse überhaupt jemand sehen will. Ach, was für Aber ich glaube, da Hackfressen. gibt es schlimmere Hackfressen. Wollte ich gerade sagen, manche werden noch vor, die würden so aussehen. Die Leute sind froh, dass ich die Wahrheit sage. Ja, erstmal das und zweitens, mein Gott, jeder muss das, ich habe das eben auch schon mal gesagt, jeder muss das immer für sich selber entscheiden. Entweder zocke ich habe das Geld dafür, Genau. oder ich zocke halt nur in meinen Maßen, so dass ich sage, ich habe einen Fuffi, Huni im Monat zum Verknüppeln, dann ist es auch okay, das muss, aber halt nicht der Totenschein. Also der darf nicht schon da sein, wenn er am ersten Geld hat, sondern bis am dritten, fünften oder was schon wieder ausgetrocknet, weil du Ich keine weiß, Kohle wo die hast. meisten sind. Die meisten gehen am Anfang des Monats zum Konto und ziehen direkt den Totenschein da raus. Ja, das ist natürlich bitter, ne? Weißt du, dann hast du dann hier so Aasgeier um dich rumlaufen. Totengräber habe ich die früher genannt. Haben nur darauf gewartet, dass du aufstehst, damit die hinter dir mit 5 Cent, 10 Cent, weißt du, die Rosinen daraus picken konnten, wo du Die schon 5, 6 Scheine drin hast. also Prozente abfressen. Ja, so ungefähr. Ja, ist aber heute auch nicht mehr so. Ja. Früher konnte es mal danach gehen, ey. Wenn die Buchungspause war noch so, wo du 80 Euro reingeworfen hast, dass dann der danach wenigstens mal so 30, 50 Euro nach der Buchungspause zurückgegeben hat. Aber das ist heute auch, kannst du, was weiß ich, kannst du ein Museum suchen oder was. Ja, hier ist auch jetzt gerade nicht viel Betrieb, das ist schwer.
Das ist wie ein Mumien schieben, könnte man schon sagen. Ja, ja, klar. Das ist genau das. Krematorium, Ofen 6. Ja, einmal Asche. Kannst du direkt bestellen, dreckige Asche. Also hier kannst du mittlerweile den Tod aussuchen. Entweder wird es schnell flambiert werden oder du lässt dich extra noch irgendwo hinfliegen, um mit der Urne verstreut zu werden. Aber hier, ich nehme lieber immer den schnellen Tod. Das Rumgezappel geht mir am Senkel. Will doch nix. Hat mal bis 52 gedrückt, extra geteilt, damit ich hier ein bisschen weiter zocken kann. Jetzt hast du hier die Rosette am Dampfen. Ja, die Rosette wird hier gerade schön ausgeweitet, hab ich das Gefühl. Poppy hat wieder Freispiele. Ja, beim Poppy klingelt jetzt schon wieder drüben auf der anderen Seite. Da muss ich mal gucken, wie er drüben macht. Ein bisschen Schmalz. Lass mal noch ein bisschen hier rollen, Leute, und dann. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wisst ihr doch. Die Hoffnung. Was für eine Hoffnung, Alter. Wenn der Automaten eine Hoffnung sucht, ich glaube, dann kann ich ja direkt beim Arzt totschreiben lassen. Wollte ich gerade sagen. Ja. Aber auf eine ganz lange Krankmeldung, ey. Alter, das ist Spinnerei. Wie gesagt, ich plane ja nie irgendwie ein, ja, ich verzocke jetzt 500 oder 1000. Ich zocke einfach. Wenn ich keinen Bock mehr habe, habe ich keinen Bock mehr, weißt du? Aber das ist so Kohle, so, wo ich sage, ja gut, juckt mich jetzt auch nicht, weißt du? Weil ich weiß ja, was ich hier tue. Zumal viele Leute haben mich auch gefragt, warum therapierst du nicht deinen eigenen Schwager? Hey Leute, guck mal, ich zwinge keinen zum Aufhören. Zwingen keinen dazu, bei mir reinzuschalten, meine Videos zu gucken. Ich gebe euch einfach noch meine Erfahrung wieder, was aus euch werden kann, wenn ihr mit dem Schmutz nicht aufhört. Ihr müsst doch nicht drauf hören. Das sind eigentlich nur Leitfäden. Ja. Wenn ihr wollt, gut, wenn ihr nicht wollt, auch kein Problem. Wird keiner gezwungen. Die Leute. Ja, für die Studenten unter euch. So, gucken wir mal. Vielleicht kommen wir einmal rein hier in die Schmutzbrühe. Wenn nicht, dann gehen wir an die nächste Kiste, da wird Convertus Aurum gezockt. Gucken, ob da von Mumien ausgegraben werden heute. Ob es da Artefakte gibt oder nicht. Ja, hier ist Leichenschmaus, das ist schon zu riechen. Der Käfer gleich kommt. Ja. Wäre mir egal, er soll erstmal drei Bücher bringen. Hauptsache drin, so, weißt du? Kann man sich immer noch drin aufregen, wenn man schon mal drin ist. Die Käfer, die sehen aus wie Kakerlaken, Alter. Ja, ist ja, Skarabäen. Ja, die Kakerlaken, die einmal die Kohle aus der Tasche fressen. Ja klar, meinst du, warum die so Fühler haben? Was ist das denn für eine tote Schmutzkiste? Keine Kitabs drin. Hier klingelt das nicht einmal, mein Gott, so kenne ich das gar nicht von dir. Ja, das, wenn ich solche Spiele spiele, so auf Relax, weißt du, dann ist ja nur wie Fernseh gucken. Du wartest auf drei Symbole, kommen sie nicht. Ja, ja. Aber wenn ich so Drückerspiele spiele, so Hot Fantastic Blazing Star, dann drücke ich ja hoch. Aber hier ist ja nichts zu drücken. Guck dir die Gewinne da an, 60 Cent oder was, ey. Ich kenne das eigentlich nur von dir, hier mit Triple Chance, wo die Leiter bis zum Maximum durchgeprügelt wird. Dass oben am Automaten das Licht oben explodiert. Ja, aber. Die Feuerwehrmannschuss rufen muss. Ja, aber. Kenne ich eigentlich nur so. Ich weiß, in den letzten Monaten so bin ich so voll relaxed geworden, weil mir das auch alles auf den Piss geht hier mit der selber Bucherei, dies, das, ey, da zieht mir immer schon irgendwie den Zahn, so der Lust zum Spielen, weißt du. Wenn du da 30, 40 Stacken auf der Maschine drauf hast, ey, da hast du schon 70 Jahre investiert. Ja, klar. Da hast du da schon keinen Bock mehr. Richtig. Das ist ein ganz verschmutzt Convertus Aurum. Da brauchst du diese drei Suppentöpfe hier. Suppentöpfe, das ist ja die Todesseuche, die hier zusammengemischt wird. Ja, genau. Das könnten auch die Krankenhaus-Pinkelflaschen sein. Hochgradig ätzend, die Scheiße. Ja, klar. Guck dir das da an. Ja, Goldbarren sollen dich verleiten, damit du mehr Kohle reinsteckst oder was. Ja, ja, deswegen leuchten die auch noch so schön, weißt du. Also, dann gibst du einen Tresor da knacken kannst oder wie. Ja, wäre dann mal so. Mit euch wieder. Aber bisher ist das hier eine Totensession, also weder hier noch da. Leute, guckt euch auch an.
alles für den Arsch. Weil der Popcorn wieder am Fletsch da hängt. Ich werde euch jetzt gerne mal kurz aufgenommen, um euch zu zeigen, was für eine Geierschnauze hat der gerade gemacht. Ganz fürchterlich lang gezogen. Willst du denn hier noch geil? Dann kannst du so ohne gewinnen. Nö, ich merke das ja. Also wer hier mit Plus rausgeht, haben wir noch nie gesehen. Guck dir das da an hier. Ich glaube, der Einzige, der heute Abend hier mit Plus rausgeht, ist der Papa. Schön auf euren Abi, schön mit stabiler Lage hier rein, stabile Lage hier raus. Ja. Schön angenehm schlafen machen. Könnt ihr auch haben. Müsst ihr nur auf euren Abi hören. Ihr habt nicht mal zwei Dreckstöpfe so zur Antäuschung von angeblichen Freispielen. Ey, gar nichts wieder hier noch da vorne. Heißt, der Manni muss jetzt wieder laden, oder? Oh, drin. Drei verschmutzte Scheißtöpfe. So, jetzt kommen 60. Es kommt ganz voll. Zum Warmwerden. Ja. Am Anfang ist man mit dem Automaten immer per Sie. Sie Arschloch. Ja, stand es. Im Laufe der Jahre duzt man sich nachher. Ja, wenn man wieder anfängt, mit sich selber zu reden und so. Meinst du, die Selbstgespräche sind hier 100 pro drin, Leute. Oh, da hat es gerade geknallt. Geknallt, 27 Euro. Die Sonne von Merkur hüpft im Kreis, das glaubt er ja nicht. Die springt. Ja, komm, der Gausel, wenn man sich alles für euch einfallen lässt. Nur um die Leute zu animieren. Oh, der könnte. Oh, ist okay. Ja, ist das. Zweimal Fully. Ah, ich will auch noch ein bisschen Taschengeld hinterher. Jetzt eine Verlängerung. Alte Kackschlumpf hier. Ja, das ist nicht nur ein Kackschlumpf. Komm. Für nix. Guckt sich das mal an. 60 Cent. Plus unten 3 Mücken. Sie brauchen wir nicht zu zeigen. 55. Dann gehen wir jetzt gleich mal auf 80 Cent. Schade, Made. So, lass mal bis 50 laufen, dann gehen wir auf 80. Vielleicht kommen wir ja da auch mal rein oder was. Wie viel lassen wir drauf, Schmutzkater? 20. 20? Ja, so wie ich. Muss schon schnell sein. Halbe Stunde gespielt, 200 am Arschloch. Ja. Es geht rucki zucki. Aber geht leider auch. Ja, keine Anzeichen mehr. Ja, das ist bitter, Mann. Können wir doch nicht verantworten, wenn der Hause und man nachher kein Geld mehr in der Tasche hat. Findest du das prächtig, alten Scheißfreier? So, holen wir auf 80 Klamotten. Vielleicht kriegen wir hier nochmal was. Hat er gegeben? 55. Was ein Glückskosch. Was für ein Glückskosch. Kurze Marke, Alter, du bist halt leer, aber. Der Esel. Aber der Esel scheint da ein paar Scherben reingetrampelt zu sein, ne, Digga? Leute, das Einzige, was ihr lernen könnt, ist aus Erfahrung, sonst nichts. Wollte ich gerade sagen. Okay. So viele Kitabs könnt ihr in eurem Leben nicht lesen. Ich wollte gerade sagen. Ja, eine geballte Erfahrung. Hier, ich wollte da Kitab spielen, ist da auch sogar Novo am Arsch. Ja, schön aus dem Programm genommen, bestimmt Fehler drauf oder so. Wer weiß das schon. Naja. Oder hat einer die Kiste heute schon leer gemacht, also das Ding aus dem Programm genommen, einen schönen Stecker gezogen. Technischer Defekt und so. Standesgemäß. Ja, dann kommt morgen der Techniker und dreht schön die Prozente wieder runter. Standardmäßig, wie immer, kennen wir doch alles gar nicht anders. Wir wissen doch, wie schmutzig der ganze Buckel ist. Einen Tag mit der großen Gießkanne, am nächsten Tag, wisst ihr doch. Wird der Gillette wieder ausgetauscht. Dann gibt es schön Rasur. Komm, 2 Euro, Arschlecken. Rein geht der rein, wenn ich mach den Part zu Ende. Komm. Ja, wenn er reinkommt, dann vielleicht mache ich die Rasur. Knallt, aber das sieht eher nach stabile Seitenlage aus gleich. Also schwer nach Luft am Schnappen und so meinst du.
Ja, was willst du machen? Das ist kein Problem, ich habe die Asthma-Pumpe dabei. Das ist gut. Falls es zu Schnappatmen kommen sollte. Erste-Hilfe-Schein habe ich auch. Das ist gut. Oh, der Poppy ist drin, natürlich, bis hier. Ah, da klingelt bis hier hinten. Der Poppy rasiert die Maschine. Hier nicht, hier ist vorbei. Tja. Tja. Ja, Leute, die Messe ist gelesen. Vergiss das Abonnieren nicht. Und kommentieren, liken, Glocke aktivieren. Euer Moneymaker, haut rein, Leute. Ciao.